Freunde, euer Tobro hier und willkommen zu dem zweiten Daily-Video. Ich weiß, der Kühler ballert gerade wie die Pest. Wir haben Dienstag, es ist kurz vor 6 Uhr, ich will jetzt reinfahren zum Laden. Hab heute so ein bisschen Ladetag eigentlich vor mir. Sprich, ich lade heute 2 Stellen und für 4 Ablader, ja. Gucken, wenn alles gut klappt, dann fahren wir heute noch zum ersten hin nach Erfurt. Das ist zumindest das Ziel. Ob ich das Ziel schaffe, das werden wir sehen. Es kommt ganz darauf an, wie schnell die hier laden. Gut, also, wir fahren erstmal rein, weil der Kühler hinter mir, der gibt Vollgas und der wird wahrscheinlich viel zu laut sein. Deswegen erstmal reinfahren und dann hören wir uns gleich nochmal wieder. So, jetzt sind wir beim Laden. Also, die laden mich jetzt irgendwann gleich. Müssen wir wieder die Mütze aufsetzen. Ist vielleicht ein bisschen besser. Also, wollen wir mal ein bisschen Resümee passieren lassen, weil heute wird wahrscheinlich nicht so viel sein. Mal gucken, vielleicht doch. Ich habe ja gestern Abend das Video fertig geschnitten und es gestern Abend auch noch online gestellt. Ich meine, das war wirklich... Wann habe ich Feierabend gemacht? 5 Uhr rum? 4:45 rum ungefähr? 4:30, 5 Uhr? Ich hatte bis gestern Abend, wann das Video online kam, ich glaube kurz vor 10 irgendwas, hatte ich voll zu tun. Also, dafür, dass es in der kurzen Zeit entstanden ist, also, ich sag jetzt mal, geschnitten ist, ist es ganz okay eigentlich. Gibt immer noch Sachen, die man hätte besser machen können, anders machen können. Ihr hättet noch Übergänge reinballern können, noch mehr Beschriftung und hin und her. Und ja, kam auf jeden Fall wohl sehr gut an bei euch. Also... wirklich ganz geil. Ich kann eigentlich nichts dazu weiter zu sagen, außer wir haben jetzt nach, keine Ahnung, wie lange ist das Video jetzt draußen? Knappe 10 Stunden. Ja, 450 Aufrufe. 450 Aufrufe in knapp 10 Stunden. Für meine Verhältnisse, jo, ganz geil. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Selten so ein Video so gut angekommen, glaube ich. Also in der kurzen Zeit. Ich glaube, da haben auch viele, glaube ich, drauf gewartet. Ich habe es ja auch überall angepriesen. Ich habe es ja auch in diverse Facebook-Gruppen geschmissen. Nichtsdestotrotz will ich jetzt ein bisschen, was heißt, weiterladen. Also ich werde nicht laden, ich werde beladen. Und dann fahren wir rüber und kriege ich noch den Rest. Ich glaube, da kriege ich auch nochmal irgendwie so 5, 6 Paletten oder sowas. Ja, da krieg ich nochmal 5 Paletten. Also das ist dann auch nicht mehr viel. Gut, also bis jetzt sieht es noch verhältnismäßig gut aus. Ich habe hier allerdings auch schon 3 Stunden an der Rampe vertragen, wollte ich jetzt mal sagen. 3 Stunden stand ich ja auch schon mal dran an der Rampe. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert. Ich hoffe, es geht schneller. Und bei der anderen Firma hoffe ich, dass es auch schneller geht, weil da sind es eigentlich nur 5 Paletten. Das ist eigentlich nicht so viel. Eigentlich. Gut. Alles klar. Jetzt aber wirklich lang genug geschnackt. Ab, Fahrzehen ab und wir sehen uns unten in Wunstorf. Ich bin jetzt hier in Wunstorf, fahre jetzt schon an der Rampe ran, wollte eben gerade noch einen Take aufnehmen, aber dann hat schon der Pieper gepiept, jetzt ist natürlich auch der Kühler wieder an, wieder das Typische. Was wollte ich sagen, ich wollte nochmal auf das Event nochmal kurz zurück zu sprechen kommen, das vom Wochenende, also vom
vorletzten Woche, sprich Machin, LKW-Treffen Machin 2019. Ihr habt ja auch meine Hupe gehört und ihr habt ja auch an diversen LKWs von uns Lampen gesehen und sowas. Das ist alles nur für das Event. Ne? Ich habe selbst jetzt wieder meine normale Hupe. Kann ich nachher später nochmal zeigen, wenn ihr das wollt. Aber das war nur für das Event. Für das Event und für die Ausfahrt. Weil sowas ist natürlich nach StVZO natürlich nicht erlaubt. Auch wenn es sich geil anhört, ist es nicht erlaubt. So, passt das hier einigermaßen? Ich hoffe doch mal. Nee, nicht ganz. Nur noch über ein kleines Stück. So, ein bisschen komisch hier die Rampen. Ich hätte die echt gerne jetzt von außen gezeigt. Aber ich habe immer noch was vergessen für meinen einen Arm für die GoPro. Und ich denke mal, nächste Woche sollte ich das mit dabei haben. So. Dann machen wir jetzt erstmal. So. Jetzt stehen wir davor. Das sollen wir machen. Ich glaube, da kommt er jetzt angewatschelt. Entweder für mich oder für den Kollegen neben mir. Gibt eigentlich nur 5 Paletten. Also sollte eigentlich zügig gehen. Normalerweise. Und dann geht das natürlich auch gleich wieder weiter. Heute ist wie gesagt so ein Ladefahrtag. Morgen geht natürlich volle Granate die Action los. Ich habe morgen 5 Kunden. Ich will versuchen, so viele wie möglich morgen schon runterzuschmeißen. Und den Rest muss ich dann halt am Donnerstag. Muss ich gucken. Ne? Geht auf jeden Fall Richtung Nürnberg runter. Erfurt, zweimal Nürnberg. Oder einmal? Nee, einmal Nürnberg, zweimal Fürth und einmal Roth. Also alles sauten so die Ecke ringsum um Nürnberg. Mich würde auch interessieren, wie euch das Video, beziehungsweise also das Video hat, feiert ihr ja wohl total. Das nähert sich, ich glaube, wir könnten sogar fast schaffen, dass wir binnen 24 Stunden, kommt jetzt nicht rein? Nö. Dass wir bald viel zwischen vier, dass wir in 24 Stunden sogar die 1000 Klicks erreichen. Das wäre schon ziemlich geil, wäre das schon. War auch ein absolut cooles Event, war auch so ein bisschen, ja, ich habe versucht, die Stimmung rüberzubringen. Ne? Das ist jetzt nicht, wir haben viel umhergealbert, viel umhergeflaxt, ist ganz einfach so. Ne? Das ist, normalerweise bin ich ja auch in Anführungszeichen ein bisschen ernster. Nee, eigentlich nicht. Aber ja, da haben wir halt viel umhergeflaxt. Das sollte auch so ein bisschen die Laune mit rüberbringen, deswegen. Einige Szenen hätte ich sonst so auch nicht reingeschnitten. Normalerweise hätte ich sie rausgenommen, aber ich fand, das hatte einfach so gepasst. Das war so die Stimmung eingefangen und ja, das, ich weiß nicht, das hat einfach so zu 100% gepasst. Deswegen habe ich das auch drin gelassen. Man hätte noch viel mehr Zeit natürlich auch investieren können, dann wäre das aber irgendwie erst am Wochenende online gekommen und das wollte ich nicht. Ich wollte es so schnell wie möglich natürlich rausbringen. Ich hätte natürlich auch heute noch weiter dran arbeiten können. Wie gesagt, nochmal so 3, 4, 5 Stunden, dann wäre es wirklich perfekt gewesen. Aber mir fehlt auch einfach die Zeit und ich muss ja auch nun mal noch irgendwann schlafen. Ansonsten hätte ich es wirklich perfekt geschnitten, in einem Zug durch. Dann hätte ich, glaube ich, nur 2 Stunden geschlafen. Glaube ich, wenn überhaupt. Und das geht halt überhaupt nicht, ne? Wenn ich hier halt LKW fahren muss, also arbeiten muss, geht das nun mal absolut vor. Ich hatte auch noch gehört von dem Andi, dass wohl Abonnenten auch da waren und sich einfach nicht getraut hat, dass er sich einfach nicht getraut hat oder die sich einfach nicht getraut haben, uns anzusprechen, weil wir mit der Kamera umhergelaufen sind. Leute, keine Angst, einfach ansprechen. Wenn ihr nicht gefilmt werden wollt, einfach sagen, ja, aber nicht unbedingt filmen, ist kein Problem. Machen wir die Kamera aus, alles wird gut. Ne? Alles Gute. Wir sind ja auch nicht nur für uns und für irgendwelche Videos auf dem Event, wir sind ja auch auf Events, um euch zu treffen. Das ist ja für uns, für euch ist das ja ein Spektakel. Ne? Das ist, ja. Und das nächste Event steht ja vor der Tür. Das sind die Recklinger Truck Days oben bei Neumünster. Da werde ich auch auf jeden Fall umherlaufen, allerdings ohne LKW. Nur privat halt. Und da kann man mich dann auch treffen. Da ist der Andi aber, glaube ich, mit dem LKW. Und so wie es aussieht, werden wir da sogar noch ein Live-Let's-Cut machen. Also sprich, wie wir unsere Videos
bearbeiten. Ja, da wird man dann sehen, wie wir arbeiten praktisch. Also die Folge werden wir dann nochmal fertig schneiden oder eine Folge. Ich werde wahrscheinlich nur eine Folge machen oder zwei, muss ich sehen, wie ich die Woche schon übergearbeitet habe. Und dann gucken wir mal. So, jetzt aber let's go, ab die nächsten Fahrzeuge. Ich werde jetzt, wie gesagt, gleich beladen und wir sehen uns spätestens, wenn ich nachher Feier machen, ja. Dann sehen wir uns nochmal wieder. Jetzt gibt es nochmal ein paar Fahrzeuge. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich da, jetzt habe ich Feierabend. Ja, kann man sehen. Hört mal die Kamera so ein bisschen so, damit man das nicht ganz so sofort erkennt. Wahrscheinlich wird man es trotzdem. Ich bin jetzt in Erfurt angekommen. Ist ein relativ kleines Zentrallager. Ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn es klein ist. Habe eigentlich mit den kleinen Zentrallagern meist sogar bessere Erfahrungen als mit den großen. Ich würde jetzt unglaublich gerne draußen umherlaufen, aber ich versuche mal euch, ja gut, hier stehen ein paar Renos, ich zeige euch mal, warum das gerade schlecht ist. Wahrscheinlich habt ihr sowieso mitgekriegt. Erstens die dunklen Wolken da hinten und zweitens, wenn ihr euch mal ganz genau die Bäume anguckt, dann seht ihr, dass das windet ohne Ende. Deswegen ist es gerade ein bisschen schlecht auszusteigen. Ihr seht es vielleicht auch schon an den Gardinen, wie die ein bisschen umherwackeln. Klar kann ich aufsteigen, aber die Tonspur soll ja auch halbwegs vernünftig sein. Ich habe jetzt Feierabend, habe jetzt knapp nicht ganz 13 Stunden weg. Die fangen hier um 5 Uhr an. Um 5 Uhr bin ich aber noch nicht mit meiner Pause, glaube ich, durch. Also werde ich wahrscheinlich erst um 6 Uhr versuchen anzufangen. Wobei, wenn ich um 5 Uhr anfange, ich werde mir das nochmal überlegen. Weil wenn ich um 5 Uhr anfange, könnte ich vielleicht noch einen anderen Markt vorziehen. Weil ich habe morgen 5 Abladestellen, 5 Stück. Das heißt, es ist ein bisschen mehr zu tun als sonst. Und morgen muss ich auf jeden Fall auch duschen. Und nein, davon gibt es keine Aufnahmen. Deswegen würde ich das Video wahrscheinlich beenden. Ich habe ja eigentlich in dem Video schon alles gesagt. Treffen war geil. Heute ist noch was anderes, beziehungsweise gestern Abend. Ich glaube, ich habe schon gestern Abend noch mitgekriegt, dass... Also nicht, dass meine Tür knackt. Aber ich glaube, da muss ich mal ein bisschen Fett dran machen, dass Niki Lauda gestorben ist. Ist natürlich für mich auch einer der sehr bekannten Rennfahrer. Nicht unbedingt als Rennfahrer habe ich ihn kennengelernt, sondern eher als Moderator von der Formel 1, wo auch ich noch aktiv Formel 1-Zuschauer war. Ist natürlich sehr, sehr traurig, sehr, sehr schade. Ja, mittlerweile ist es schon über eine Woche her, wenn ihr das hier seht. Für mich halt nicht. Ist halt... sehr schade. Hat so ein bisschen so die Formel 1 so ein bisschen geprägt und auch so ein bisschen, meine Jugend dadurch auch so ein bisschen geprägt. Mittlerweile gucke ich ja kaum noch Formel 1. Man weiß aber noch ganz genau, wer, was, wo, wie, wann, so. Also das Grobe weiß man auf jeden Fall. In der Zeit von Michael Schumacher, das war ja auch so meine Zeit, war er halt so auch immer irgendwo aktiv da. Ne? Das war dann halt so, ja. Mit 70 Jahren zu sterben ist auch nicht so, also in der heutigen Zeit ist es auch nicht so extrem spät, also es hätte mit Sicherheit noch, und vor allem war er auch bis zuletzt eigentlich immer aktiv, da
Das kam für mich komplett überraschend, wenn das jetzt einer gewesen wäre. So wie jetzt als Beispiel Michael Schumacher, von dem man schon jahrelang nichts mehr gehört hat, der wahrscheinlich auch irgendwo einen Knack weggekriegt hat durch seinen Unfall. Was übrigens genau auf meinen Geburtstag passiert ist, der Unfall. Jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wenn ihr googeln könnt, wann ich Geburtstag habe. Dann wird man sagen, okay, wer weiß, was der hatte, vielleicht hat das doch schon. Aber das war ja ziemlich überraschend. Also für mich persönlich war das extrem überraschend. So, aber jetzt bin ich nochmal abgeschwiffen, ach, wie auch immer. Ist auch scheißegal. Ich würde sagen, ich werde jetzt das Video bzw. die Videodaten erstmal runterziehen. Vielleicht schneide ich nochmal das Video von gestern schon mal fertig. Muss ich mal gucken, wie ich Lust und Laune habe. Und wenn nicht, werde ich noch ein bisschen zocken. Mal gucken, worauf ich Lust habe. Also, ich würde sagen, haut rein, bis die Tage. Schüssikowska und abonnieren, kommentieren, liken nicht vergessen. Ihr kennt die ganze Geschichte. Haut rein, bis die Tage. Tschüss.